Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Museum Berlin-Karlshorst. Ja, wir versuchen mal wieder zum Tagesprogramm überzugehen, sage ich mal. Anlass ist unsere Ausstellung, die wir draußen im Garten zeigen, seit letzten Juni 2021, Dimensionen eines Verbrechens, sowjetische Kriegsgefangene im Zweiten Weltkrieg, wo wir schon immer vorhatten, während der Dauer dieser Präsentation einmal im Monat pro Abend hier eine Veranstaltung abzuhalten. Immer ist was dazwischen gekommen, sage ich mal. Mal ist es die Pandemie und im letzten Monat hat uns natürlich der Krieg, der russische Krieg gegen die Ukraine beschäftigt. Es fällt schon ein bisschen schwer, jetzt wieder auf Historisches zurückzugehen. Nichtsdestotrotz, wir machen das. Es ist wichtig, dass trotzdem auch über die Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges, im Zweiten Weltkrieg, Klarheit zu verschaffen. Es bleibt nach wie vor ja auch unser Auftrag im Museum und was das Erinnern angeht, ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, es geht tatsächlich um das Erinnern aller sowjetischer Opfer, Opfer der Sowjetunion, aller Nationalitäten. Weil es da auch Diskussionen gab, russisch, sowjetisch, wenn wir jetzt von dem Namen deutsch-russisches Museum zurücktreten, wollen wir hier irgendwas vergessen machen? Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen weiter unserer Aufgabe gerecht werden, an diesen deutsch-sowjetischen Krieg und alle Opfer, die im Zusammenhang mit diesem Krieg zu beklagen sind, insbesondere die Opfer der Sowjetunion, zu erinnern. So auch heute unter dem Thema sowjetische Kriegsgefangene in deutschen Diensten, Kooperation, Kollaboration, Organisation. Das ist sozusagen ein Thema auf der Grenze, wenn wir so wollen. Dafür haben wir einen profunden Kenner eingeladen, Professor Dr. Thomas Sandmüller. Herzlich willkommen. Er hat den Lehrstuhl für Fachdidaktik und Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin inne und ist auch noch rein zufällig der Vorsitzende unseres wissenschaftlichen Beirats. Aber durch Herrn Sandmüller haben wir einen profunden Kenner. Er wird dann später nochmal genauer eingeführt werden durch Dr. Babette Quinkert, die auch da ist. Das ist die Kuratorin unserer Ausstellung und wissenschaftliche Mitarbeiterin hier im Haus. Und auch Frau Quinkert, deswegen ist sie dann auch zur Kuratorin ernannt worden, ist durchaus eine ausgewiesene Kennerin der Geschichte des Nationalsozialismus und hat eben, wie gesagt, vor einem Jahr die Ausstellung, die aus der Taufe gehoben und ein wichtiger Aspekt, diese Ausstellung tourt durch Deutschland. Also sie wird an mehreren Stellen gezeigt, ist sie gerade in Osnabrück. Und das geht auch noch das ganze Jahr, nächste Jahr weiter. Da gibt es eine große Nachfrage, ein großes Interesse an diesem Thema Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen, weil das nach wie vor ein relativ unbeschriebenes Blatt ist. Das heißt, es ist wieder so, nein, die Wissenschaft ist da durchaus schon deutlich weiter, aber es ist immer noch ein wichtiges Anliegen, das einem breiten Publikum bekannt zu machen. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie heute da sind und gebe das Wort weiter. Herzlich willkommen. Zunächst einmal wollte ich Ihnen noch was zu der Maskenpflicht hier sagen. Wenn Sie auf dem Platz sitzen, können Sie die Maske gerne absetzen. Also niemand muss die aufbehalten. Wer etwas weiter wegrücken möchte, kann das auch gerne tun. Also ich freue mich sehr, dass wir dich, Thomas, heute im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe begrüßen dürfen. Und dass wir uns duzen, zeigt, dass wir uns schon seit ganz vielen Jahren kennen. Nämlich seit Anfang der 2000er Jahre. Da waren wir eine Zeit lang gemeinsam Redaktionsmitglieder in der Redaktion der Zeitschrift Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus. Und ich kann mich noch sehr gut an die vielen anregenden Diskussionen mit dir erinnern. Meine heutige Aufgabe ist es aber nicht, Ihnen gemeinsam Erinnerungen zu stellen, sondern Ihnen, liebes Publikum, Professor Dr. Thomas Sandmüller kurz vorzustellen. Er studiert Geschichte, Germanistik und Pädagogik in Bochum und Freiburg im Breisgau. Und neben seinen Staatsexamina für das Lehramt
zeichneten ihn insbesondere seine Forschungen zum Nationalsozialismus aus. So leitete Thomas Ankühler Mitte der 90er Jahre das deutsche Forschungsteam der unabhängigen Expertenkommission zur Schweiz im Zweiten Weltkrieg. 1994 promovierte er mit einer Studie zum Mord an der jüdischen Bevölkerung in Galizien und den Rettungsinitiativen von Bertolt Weitz. Und seit 2009 ist er, das hat Herr Moré schon erwähnt, Professor für Geschichtsdidaktik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Thomas Ankühler ist Autor und Herausgeber von zahlreichen wichtigen Büchern, Aufsätzen und Sachverständigengutachten. Und ich werde gar nicht erst anfangen, ich kann Sie beruhigen, Sie alle hier aufzuzählen. Aber ich möchte eine Publikation aus dem Jahr 2015 erwähnen, die auch als Lizenzausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen ist. Das Buch Hitler und der Nationalsozialismus. Und das Besondere an dieser Hitler-Biografie ist, dass sie sich an Jugendliche wendet. Und es hat mich sehr beeindruckt, wie gut es dir gelungen ist, inhaltlich sehr komplexe Geschehnisse in einer verständlichen und niedrigschwelligen Art darzustellen. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Von den vielen wichtigen Gremien, denen Thomas Ankühler angehört und angehört, möchte ich auch hier nur eine Aufgabe nennen, die auch schon erwähnt worden ist. Er ist seit etwa 5 Jahren Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats und des Museums. Der Grund, warum ich ihn gebeten habe, einen Vortrag im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe zu halten, ist aber ein ganz konkreter, nämlich seine 2020 erschienene Studie mit dem Titel Das Fußvolk der Endlösung, nicht-deutsche Täter und die europäische Dimension des Völkermords. Ein Teil der Täter, auf die er darin eingeht, rekrutierten die Deutschen aus der Gruppe der sowjetischen Kriegsgefangenen. Als sogenannte Trabniki wurden sie unter anderem als Wachmannschaften in den Vernichtungslagern in besetzten Polen eingesetzt. Und diesen Aspekt habe ich auch in der Ausstellung thematisiert, die Sie draußen sehen können. So stellt eine der Biografien Ivan Demjanjuk vor. Er war 1942-43 im Vernichtungslager Sobibor eingesetzt. Einigen von ihm ist er sicher bekannt, weil das Landgericht München ihn 2011 wegen Beihilfe zum Mord verurteilt hat. Ich möchte aber gar nicht weiter fortgreifen, sondern Thomas Ankühler gerne das Wort geben. Ich bin sehr gespannt auf deine Ausführungen und ich freue mich auch sehr auf die Diskussion mit Ihnen. Und zu der wir Zeit haben im Anschluss an den Vortrag, der etwa 40 Minuten dauern wird, sodass wir dann noch ausführlich diskutieren können. Ja, liebe Babette, herzlichen Dank, lieber Jörg, herzlichen Dank für die sehr freundliche Begrüßung, meine Damen und Herren. Es geht in der Tat um eine Monographie, die Frau Hopfinger eben erwähnt hat. Auch die ist inzwischen als Lizenzausgabe bei der Bundeszentrale für politische Bildung erhältlich. Und das Buch ist insofern etwas komplex, als es sich um Sachverständigengutachten handelt, oder genauer gesagt gekürzte und zu einem neuen Band zusammengefasste Sachverständigengutachten, die ich vor rund 10 Jahren für deutsche Staatsanwaltschaften verfasst habe. Zwischenzeitlich hat die Forschung noch stärker als schon bisher oder bis zu diesem Zeitpunkt betont, dass der Massenmord an den europäischen Juden ein gesamteuropäisches Geschehen vor dem Hintergrund deutscher Kriegs- und Besatzungspolitik war. Einheimische Eliten und Polizeikräfte wirken mit ihren Motive vielfach von eigenen Interessen und einen autochthonen Antisemitismus geleitet waren. Es erschien mir daher reizvoll, die damaligen Befunde und der Anziehung natürlich der seit damals erschienenen Forschungsliteratur noch einmal neu zu bündeln und unter einer stärker analytische Frage zu stellen, auf die ich dann im weiteren Verlauf noch eingehen werde. Ein wesentlicher Aspekt, den wir heute sicherlich diskutieren könnten, ist die Frage, wie fasst man das eigentlich? Ist es hier mit dem Begriff Kollaboration getan oder etwas mehr, besser von Kooperation sprechen oder müssen wir einen ganz anderen Weg beschreiten, wofür ich im Vortrag plädieren möchte. Ja, die Tatorte, wenn man das chronologisch formulieren will, die ich untersucht habe, sind die Stadt Lemberg im damaligen Distrikt Galizien, Frau Klinker, der erwähnt, ist eben also ein Teil
des Generalgouvernements, der insofern eine Besonderheit ist, als er erst im Sommer 1941, also im Zuge des Deutschen Krieges gegen die Sowjetunion, dem Generalgouvernement Polen angeschlossen wurde. Und ein weiterer Tatort, um den es im heutigen Vortrag vor allem gehen wird, ist das Vernichtungslager Belzec, in dem 400.000 Juden ermordet wurden. Dieses Tötungslager und auch alle anderen Tötungslager der Aktion Reinhard wurden operativ von Nicht-Deutschen betrieben. Was in der Öffentlichkeit weitgehend vergessen ist oder gar nicht bekannt ist. Im Untertitel des Buches wird die europäische Dimension der Judenvernichtung hervorgehoben und ich spreche dann vor allem über die sogenannten Travnik-Männer, von denen in der Einführung schon geredet war. Die Aktion Reinhard war übrigens tatsächlich ein europäisches Programm, nicht nur, weil es Täter aus ganz Europa anzog und Täter aus ganz Europa eingesetzt waren, sondern weil auch die Opfer aus ganz Europa kamen, keineswegs nur aus Polen, die dort angenommen wird. Also der Tatort, muss man zusammenzufassen, ist das damalige Generalgouvernement Polen, aber Opfer und Täter kamen zu erheblichen Teilen über die Grenzen. Das Buch ist ein Beitrag zu dem, was meist als Täterforschung bezeichnet wurde. Es setzt sich aus drei chronologisch überlappenden Teilen zusammen. Ich habe es hier mal kurz, was wir jetzt sehen können aus der Entfernung, über den Tatort, die Tat und die Täter. Innerhalb der drei Großkapitel sowie zwischen ihnen stehen die Soziologie der sogenannten fremdvölkischen Organisationen sowie die Eskalationsdynamik in Verfolgung von Verfolgung und Massenmord im Vordergrund. Das hier verwendete mikrosoziologische oder mikrogeschichtliche Verfahren eignet sich meiner Ansicht nach besonders, um nachzuvollziehen, wie die Massengewalt der Nazis in Gang gesetzt, ausgeübt und im internen Dienstablauf gewissermaßen gerechtfertigt wurde. Als wir den heutigen Vortrag vereinbart haben, ahnte niemand von uns, dass die Russische Föderation die Ukraine mit einem brutalen Angriffskrieg überziehen und selbst zur Besatzungsmacht in einem osteuropäischen Territorium werden würde, in dem deutsche Besatzung Millionen von Opfern gefordert hat. Vom Krieg, den das Putin-Regime bekanntlich als Entnazifizierung der Ukraine zu legitimieren suchte, kann ich kaum absehen, zumal an diesem historischen Ort. Denn einerseits spielt die Geschichte des Zweiten Weltkriegs in der gegenwärtigen russischen Ideologie und Propaganda eine ungemein wichtige Rolle und andererseits haben sich der ukrainische Botschafter und andere hohe Regierungsvertreter des angegriffenen Landes neuerdings wiederholt dagegen verwahrt, die ukrainische Beteiligung am Holocaust zu thematisieren. Mehr noch, der ideologische Urheber dieser Zusammenarbeit, der Radikalnationalist Stefan Bandera, wird ausdrücklich zu den Heldenfiguren der jüngeren ukrainischen Geschichte gezählt. Zwischenzeitlich scheuten ukrainische Offizielle und auch die grüne Außenpolitikerin Frau Beck nicht davor zurück, Mariupol mit Auschwitz zu vergleichen, weil die Russen angeblich die Leichen von ermordeten Zivilisten kremierten. Ich zeige Ihnen hier eine Auswahl von Tweets, Sie sehen das hier vor sich, die meiner Ansicht nach für sich sprechen. Ich möchte betonen, dass es mir ganz fern liegt, die ukrainische Nation insgesamt für Handlungen wegen des Krieges, wegen des Zweiten Weltkriegs in rückwärtige Haftung zu nehmen. Aber es geht auch nicht an, diese Handlungen zu relativieren oder Auschwitz zu instrumentalisieren. Beide Kriegsparteien, Russland und die Ukraine, instrumentalisieren und verfälschen die Geschichte. Dem müssen Historikerinnen und Historiker widersprechen, auch wenn das gegenwärtig sicherlich eher unpopulär ist. Der Begriff Travniki-Männer ist ein rückblickender Beschreibungsbegriff für eine Truppe von Hilfspolizisten des Lubliner SS-Polizeiführers Odilo Globocznik, der über die Jahre 1941 bis 1945 nicht weniger als rund 5.000 junge Männer angehörten. Die organisatorische Struktur und das personalisierte Befehlsverhältnis dieser Einheiten war im sogenannten volksdeutschen Selbstschutz der Jahre 1939-40 weitgehend vorweggenommen, einer Mördertruppe, die zahlreiche Erschießungen von Polen und Juden auf dem Kerbholz hatte
und von Globoczyk 1940 eingesetzt wurde, um Zwangsarbeitslager für Juden zu bewachen. Darunter war auch Belzec an der Grenze zur damaligen sowjetischen Besatzungszone Polens, das von deutschen Sinti aus Hamburg hatte aufgebaut werden müssen. Auch hier die europäische Dimension. Offiziell hießen die Trafdiki-Männer ab Herbst 1941 Wachmänner des SS und Polizeiführers für den Distrikt Lublin. Eine andere geläufige Bezeichnung war Ukraine, nach der dominanten Nationalität der Wachmänner, oder auch Schwarze, nach der Farbe der Uniformen, die einige von ihnen trugen. Sie wurden im Ausbildungslager Travniki im Distrikt Lublin des Generalgouvernements SS-mäßig ausgebildet, dem ein Zwangsarbeitslager für Juden angegliedert war. Zur Ausbildung gehörte spätestens seit Frühjahr 1942 auch die Gruppenerschießung von Juden aus dem benachbarten Lager. Erschießung also zu Übungszwecken. Gemäß einem im Juli 1941 erteilten Grundsatzbefehl des Chefs des Reichssicherheitshauptamtes, Reinhard Heydrich, sollte in den Kriegsgefangenenlagern für Rotarmisten nach sogenannten zuverlässigen Gefangenen gesucht werden, die als kollaborierende Polizeikräfte in Betracht kamen. In den Stammlagern für Rotarmisten herrschte, das wissen Sie sicherlich, seit Herbst 1941 der von der deutschen Militärführung befohlene Hunger, dem jeder zweite sowjetische Gefangene zum Opfer fiel. Vor die Wahl gestellt, entweder in die Dienste der SS zu treten oder Hungers zu sterben, fiel den Rekrutierten, meist Ukrainer vom Südabschnitt der Front, die Wahl nicht schwer. Direkter Zwang war meist nicht erforderlich. Es handelt sich also um eine formal freiwillige Meldung, was den stalinistischen Geheimpolizisten ergriffenen Travnikis ab 1944 vielfach zum Verhängnis wurde. Die ersten Rekruten waren übrigens Sowjetdeutsche aus der Wolga-Republik, die als künftige Unterführer der Wachmannschaften vorgesehen waren und die Befehle der deutschen Vorgesetzten in die Landessprache der Rekruten übersetzen mussten. Die Geschichte dieser Polizeiformation ist aufs Engste mit derjenigen der Aktion Reinhardt verbunden. Globoczyk, ein enger Vertrauter des SS-Chefs Heinrich Himmler, hatte zunächst den Auftrag, nach dem baldigst erwarteten Sieg über die Sowjetunion SS- und Polizeistützpunkte im sogenannten Neuen Ostraum aufzubauen, also Siedlungspolitik zu betreiben. Die in Travniki ausgebildeten Wachmänner sollten diese Stützpunkte errichten und anschließend bewachen. Da spätestens im Winter 1941 der geplante Blitzkrieg gegen die UdSSR scheiterte, blieben die Polizeistützpunkte im Anfangsstadium stecken. Der von Globoczyk eingesetzte Planungsstab erarbeitete nunmehr das Programm einer Massenvernichtung der polnischen Juden in den drei stationären Tötungslagern Belzec, Sobibor und Treblinka. In diesen Lagern waren Travniki-Männer je in Kompaniestärke eingesetzt, 120 bis 150 tagsüber bewaffnete Männer, die auf dem Lagergelände kaserniert waren und drei bis vier meist sowjetdeutschen Unteroffizieren unterstellt waren. Weitere Travniki-Männer bewachten Zwangsarbeitslager für Juden im Generalgouvernement und nahmen an den Massenverhaftungen der Jahre 1942 in den Ghettos in Polen teil. Wir sehen hier eine Vergnügungsreise der deutschen Lagermannschaft des Vernichtungslagers Sobibor nach Berlin im Sommer 1943. Einer der führenden Funktionäre der Organisation T4, der das Stammpersonal der Mordlager unterstand, Werner Blankenburg, befindet sich hier im angeregten Gespräch mit einem der sowjetdeutschen Travniki-Unteroffiziere, dem notorischen Gewalttäter Franz Bienemann. Sie sehen beide rechts unten, Bienemann ist angeschnitten, der mit dem Schiffchen ganz rechts am Bildrand. Das Foto zeigt, dass die obersten Ränge des Travniki-Systems als Teil der deutschen Funktionärsgruppe akzeptiert wurden. Die Historikerin Sarah Berger hat dafür plädiert, statt von Organisationen, von Netzwerken zu sprechen, um die flachen Hierarchien, und das Foto unterstreicht sie meiner Meinung nach sinnfällig, und die funktionale Effizienz des T4-Reinhardt-Netzwerks zu betonen. Ich halte aber den Organisationsbegriff für weiterhin unentbehrlich, zumal zwischen Organisation und Netzwerk soziologisch gesprochen kein Ausschlussverhältnis besteht, sondern ein Netzwerk eine Form der Organisation ist natürlich.
Im bekannten Stroop-Bericht über die Vernichtung des Warschauer Ghettos findet sich das vorhin, ich gehe nochmal kurz zurück, gezeigte Foto von Travniki-Männern vor den Leichen Erschossener. Bildunterschrift, Original, Askaris, die mit eingesetzt waren. Travniki-Männer waren auch in großer Zahl an der letzten Mordaktion des Reinhardt-Programms beteiligt, der zynisch als Erntefest bezeichneten Massenerschießung von über 40.000 Juden im Distrikt Lublin, darunter im Lager Travniki selbst im Herbst 1943. Die Selbstverständlichkeit, mit der Stroop und andere DSS-Wachmänner mit einem kolonialen Terminus Askaris aus Deutsch-Ostafrika bezeichneten, weist auf das rassistische Selbstverständnis der deutschen Herrenmenschen hin. Auch die Wachmänner wurden rassistisch beurteilt und behandelt. Auf kleinste Widersetzlichkeiten stand die Prügelstrafe. Zahlreiche Wachmänner wurden nach Fluchtversuchen kurzerhand erschossen. Andererseits zeigten sich selbst deutsche Vorgesetzte von der überschießenden Grausamkeit der sogenannten Ukrainer entsetzt und beklagten ihre Neigung zu Raub und alkoholisierter Enthemmung. In gewissen Grenzen wurden solche Disziplinlosigkeiten toleriert, sei es, weil man in typischer Manier die Wachmänner Tieren gleichsetzte und ihnen unmenschliche Verhaltensweisen gewissermaßen qua Natur attestierte oder unterstellte, sei es, weil diese Eskalation für den Betrieb der Mordanstalten funktional war. Geld, so der Soziologe Stefan Kühl, ist ein wichtiges Motivationsmittel für Organisationsmitglieder. Und da Organisationen ihre Effizienz durch den Zwang, Finanzmittel vorzuhalten, regelmäßig geschwächt sehen, ist ein besonderes Problem auch für die sogenannte T4-Organisation gewesen, gestattete man den Travniki-Männern, in Grenzen auch ukrainischen Polizisten, sich durch Raubmorde zu holen, was sie meinten, dass ihnen zustände, um sozusagen bei der Stange bleiben zu können. Auf diesem Foto sehen wir eine Gruppe von fröhlichen Travniki-Unterführern vor dem Eingang des Vernichtungslagers Belzec. Globocznik und der Chef des Ausbildungslagers Travniki, Karl Streibel, hatten für diese dem SS-Polizeiführer persönlich unterstellten Hilfspolizisten ein einzigartiges Rangsystem erdacht. Selbiges gilt für die Uniformierung. Zu keinem Zeitpunkt war indes klar, wie sie rechtlich gestellt waren. Die große Mehrheit der einfachen Wachmänner dürfte ihren Dienst im Bewusstsein jederzeitiger Bestrafbarkeit getan haben, wogegen eine kleine Gruppe von Unterführern solche Strafen exekutierte und von allerlei Privilegien profitierte, beispielsweise Ausgang ins benachbarte Dorf und der Besuch von Prostituierten. Die Gruppe der Travniki-Männer war in Belzec etwa sechsmal so groß wie die des deutschen Stammpersonals. Schon dieses Zahlenverhältnis deutet darauf hin, dass die Wachmänner den Großteil des Tötungsgeschäfts erledigten. Sie waren an der gesamten Vernichtungsstrecke von der Ausladung der Güterwaggons bis zur Beerdigung der Opfer, schließlich auch an der monatelangen Einäscherung der Leichen zwecks Spurenverwischung beteiligt. In Belzec und andernorts kam es zu punktuellen Solidarisierungen zwischen Travniki-Männern und jüdischen Funktionshäftlingen bis hin zu gemeinsamen Ausbruchsvorbereitungen. Jedoch wurden diese meist verraten oder die Geflüchteten wieder gefasst und erschossen. Kommen nun zu den im Titel meines Vortrags genannten Begriffsalternativen und zum Kontext. Es soll ja heute Abend um sowjetische Kriegsgefangene gehen. Diese wurden, wie ich jetzt schon erläutert habe, zu Travniki-Männern ausgebildet, aber nicht zu ordentlichen Hilfspolizisten. Daher können wir die ukrainische Hilfspolizei, die in meinem Buch auch eine zentrale Rolle spielt, für heute etwas hintanstellen. Der Militärhistoriker Rolf-Dieter Müller geht davon aus, dass in der UdSSR eine runde Million sowjetische Kriegsgefangene als Helfer der deutschen Besatzungsmacht rekrutiert wurden, so viele wie in keinem anderen Besatzungsgebiet des Deutschen Reiches, natürlich auch bei einer riesigen Fläche dieses Besatzungsgebietes. Als Indikator nennt Müller unter anderem eine Zahl von rund 800.000 formell aus der Kriegsgefangenschaft entlassenen Rotarmisten. Bei den späteren Travnikis war das übrigens nicht der Fall, aber es sind auch nur sehr wenige Fälle bekannt geworden, wo Hilfspolizisten der SS aus disziplinarischen Gründen in die Stammlager zurückgeschickt wurden. Der Autor Klaus Kellmann nennt neuerdings folgende Zahl, ich habe sie Ihnen hier nochmal
aufgeschrieben. 1,2 Millionen Freiwillige, wie man immer so sagt, bis Ende 1944 unbewaffnete Hiwis, Heselige des Ostheeres, überwiegend seit November 1942 rekrutiert, vornehmlich Weißrussen oder was die Deutschen darunter verstanden. Vermutlich handelt es sich hier um Zivilisten, nicht um Soldaten. 34.000 Zivilisten gegenüber 112 Deutschen, die in der sowjetischen Eisenbahnverwaltung tätig waren und diese in Gang hielten. Immerhin 600.000 Angehörige von sogenannten Ostlegionen, also ehemalige Kriegsgefangene. 100.000 Angehörige der nationalrussischen Wlassow-Armee, ebenfalls Kriegsgefangene. 25.000 Kosaken, im September 1943 überwiegend wahrscheinlich Überläufer aus sowjetischen Frontverbänden. Und dann noch 10.000 uniformierte und bewaffnete Angehörige der russischen Volksbefreiungsarmee, der sogenannten Kaminski-Brigade, in den Jahren 1943 ebenfalls ehemalige Kriegsgefangene. Weitere Einheiten eingerechnet, kommt Kellmann auf bis zu 1,5 Millionen einheimische Helfer der deutschen Militär- und Zivilverwaltung. Seine Angaben bestätigen im Wesentlichen diejenigen von Müller. Demnach kann davon ausgegangen werden, dass der allergrößte Teil der deutschen Hilfskräfte zuvor Soldaten der Roten Armee gewesen waren. Die Rekrutierungspraxis ist noch nicht genug erforscht. Ich würde aber davon ausgehen, dass Heydrichs Weisung an das SS-Personal, bestimmte Nationalitäten bevorzugt heranzuziehen, so oder ähnlich auch von der Wehrmacht geübt wurde, die vor oder zu Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion übrigens schlechter über den Nationalitätenverhältnis in der Roten Armee informiert war als der Chef des Reichssicherheitshauptamtes. Für diese Annahme sprechen Befehle des Generals Reinicke, der im Oberkommando der Wehrmacht für das Kriegsgefangenenwesen zuständig war, und auch die bisherigen Forschungen über das Schicksal der in deutsche Hand gefallenen Rotarmisten. Eine erhebliche Rolle bei der Heranziehung dieser Helfer spielte ganz sicher der von der Wehrmacht selbst exekutierte Hunger, der einen nahezu physischen Zwang ausübte. Es bedurfte schon eines starken Willens, um sich dem Versprechen auf bessere Versorgung zu entziehen und die Zusammenarbeit mit den Deutschen zu verweigern. Zudem konnten die betreffenden Soldaten nicht wissen, ob sie womöglich erschossen würden, wenn sie sich nicht bereit erklärten, den Besatzern zu dienen. Die Zeitgeschichtsforschung hat solche Dienste lange Zeit als Kollaboration bezeichnet. Der Begriff ist politisch und moralisch gefärbt. Ein Kollaborateur begeht per Definition Landesverrat, indem er sich einer fremden Besatzungsmacht verschreibt und auf diese Weise daran mitwirkt, eine möglichst störungsfreie Besatzungsherrschaft des eigenen Landes oder über das eigene Land zu ermöglichen, nicht selten auch Raub, Deportationen und Tötungen größten Ausmaßes durchzuführen. Die einschlägige Forschung hat allerdings eine deutlich westliche Schlagseite, wenn man so möchte, indem vorzugsweise Gruppierungen in Frankreich, denken wir an die besetzten Gebiete, aber eben auch an das Vichy-Regime, das ja schon zeitgenössisch geradezu als Paradebeispiel von Kollaboration betrachtet worden ist, den Niederlanden und Norwegen untersucht wurden. Die klare moralische Verurteilung der Kollaboration hatte indirekt eine entlastende Funktion, indem die Zusammenarbeit mit den Besatzern auf zahlenmäßig kleinere Elitenzirkel zurückgeführt wurde und meist auch davon abgesehen wurde, dass solche Kollaborateure subjektiv gute Gründe hatten, sich einer Zusammenarbeit mit den Deutschen nicht zu verweigern oder diese gar aktiv zu suchen. Sofern Motive erforscht wurden, konzentrierte man sich auf politische Gründe oder Übereinstimmungen, wogegen wirtschaftliche Interessen in der Regel außen vor blieben. Im Zusammenhang mit der Hinwendung der Forschung zur Empirie deutscher Massenmorde in den besetzten Gebieten Ost- und Südosteuropas haben Forscherinnen und Forscher, unter ihnen Frau Dr. Quinkert, dafür plädiert, den Begriff der Kollaboration durch denjenigen der Kooperation zu ersetzen. Auf diese Weise sollten unter anderem die langfristigen gesellschaftsgeschichtlichen Wurzeln der Zusammenarbeit mit vorzugsweise deutschen Besatzern freigelegt und wirtschaftliche Motive angemessen Rechnung getragen werden. Auch in diesen Fallstudien ging es aber vornehmlich um landeseigene Verwaltungs- und Polizeispitzen sowie Wirtschaftseliten. Ich nenne beispielhaft Götz Alis und Christian Gerlachs wegweisendes Buch über Ungarn und den Judenmord,
die zeigten, dass der Wunsch des erst 1944 deutsch besetzten Landes, mit Hilfe des Reiches auf die Vermögenswerte der jüdischen Minderheit zuzugreifen, eine ganz wesentliche Rolle bei der Ingangsetzung und Durchführung des größten einzelnen Vernichtungsaktion im Holocaust spielte. Ungarn waren an diesem Verbrechen so maßgeblich beteiligt, dass man geradezu von einer Umkehrung der gewohnten Perspektive sprechen kann. Nicht Deutsche zogen Einheimische zur Mithilfe heran, sondern umgekehrt machten sich Einheimische die antisemitische Politik des mächtigen Reiches zunutze, um eine aus ihrer Sicht vorteilhafte Nachkriegsordnung zu gewährleisten. In der mikrogeschichtlichen Holocaustforschung spielte, wie in meinem jüngsten Buch, die Rolle einheimischer Polizeien und Milizen eine wesentliche Rolle. Beispielhaft sei Christoph Diekmanns monumentale Studie über die deutsche Besatzungs- und Vernichtungspolitik in Litauen genannt. Soweit ich sehe, standen diese Forschung aber nicht unter den Begriffsalternativen von Kollaboration oder Kooperation. Denn Kooperation setzt ein höheres Maß an Freiwilligkeit und Handlungsspielräumen voraus, als die Polizisten sie hatten, sieht man von einigen wenigen Offizieren ab. Zudem waren die Hilfspolizisten in aller Regel so stark in die deutschen Befehlsketten eingebunden, dass zwar in vielen Fällen von einer fortgeschriebenen nationalen Agenda sozusagen in den Polizeien die Rede sein konnte, nicht aber von einem Schattenstaat in deutscher Befehlshülse. Ich halte daher den Begriff der Kollaboration für die bessere Alternative, sofern man überhaupt es für sinnvoll hält, Motive in den Mittelpunkt zu stellen. Damit komme ich zu meinem dritten Begriff, nämlich demjenigen der Organisation. Ich stütze mich dazu auf die meiner Ansicht nach bahnbrechende Studie des Soziologen Stefan Kühl, der unter Rückgriff auf die Organisationssoziologie des Bielefelder Meisterdenkers Niklas Luhmann andere Wege beschritten hat. Kühl hält die gängige Verwendung des Täterbegriffs für Personen, die Verbrechen gegen Juden verübten oder an deren Verübung mitwirkten, für problematisch, weil bereits der Täterbegriff moralisch imprägniert sei und einen analytischen Blick auf die Gründe der Massentötungen verstelle. Er schlägt stattdessen vor, von Tötern zu sprechen, nicht von Tätern, sondern von Tötern. Ich möchte aus Zeitgründen nicht auf die Frage eingehen, warum dieses Plädoyer weitgehend wirkungslos verhalte. Sicher wird man beachten müssen, dass es in der Holocaust-Forschung wie in jeder wissenschaftlichen Spezialisierung Konventionen gibt, die sich nicht einfach beiseite schieben lassen. Dazu gehört eben auch die Tradition der sogenannten Täterforschung, in die sich auch mein letztes Buch einreiht. Interessanter sind die begrifflichen und methodischen Anregungen, die Kühl der Polizeiforschung gibt. Denn auf diesem Gebiet ist noch viel zu tun. Den Soziologen interessiert kurz gesagt nicht die Frage, welches Bündel möglicher Motive für die Täter in Anschlag gebracht werden muss. Das war ein ganz großes Thema in der Diskussion zwischen dem Autor eines Standardwerks über das Reservepolizeibataillon 101 im besetzten Polen, Christopher Browning, und seinem Kontrahenten Daniel Goldhagen in den 1990er Jahren, sondern welche organisatorischen Voraussetzungen erfüllt sein mussten, damit Massenmorde und der Völkermord an den europäischen Juden möglich wurden. Kühls Antwort ist beunruhigend. Organisationen wie das genannte Polizeibataillon unterschieden sich ihm zufolge wenig von ganz normalen Organisationen in arbeitsteiligen Gesellschaften. Lassen Sie mich diese These kurz erläutern und an den Befunden meiner Studie exemplifizieren. Kühl führt mörderische Gewalt auf die ausübenden Organisationen zurück. Ich habe seine Argumentationsschritte auf dieser Folie hier zusammengestellt. Organisationen gewährleisten Effizienz, indem sie ihre Mitglieder Regelsystemen unterwerfen, deren Akzeptanz Voraussetzung der Mitgliedschaft ist. Das gilt für alle, die einer Organisation angehören. Man muss das Regelsystem akzeptieren, das in der Organisation gilt. Die Leitung dieser Organisation muss sich darauf verlassen können, dass das Mitglied weiß, was von ihm erwartet wird. Nun kann aber keine Organisation von der Universität bis zur Polizei alle Leistungen genau spezifizieren. Daher müssen Mitglieder die Bereitschaft aufbringen, dieser Organisationsleitung Indifferenz entgegenzubringen. Ein ganz zentraler Begriff bei Kühl.
Das Töten unbewaffneter Zivilisten kann als Kriegshandlung interpretiert werden, muss aber nicht. Folglich war das NS-System daran interessiert, die organisatorischen Indifferenzzonen beständig auszudehnen und die Mitglieder in diesen Zonen, in diese Zonen mitzunehmen. Dieser soziologische Befund bietet eine ungewohnte Erklärung für die notorischen Rahmenbefehle in Weltanschauungsdingen, wie sie für SS und Polizei im NS-Staat typisch waren. Es wirft auch ein irritierendes Licht auf das in der politischen Bildung dominante Modell der Handlungsspielräume oder des Handlungsspielraums, weil viel für die Annahme spricht, dass der Nationalsozialismus solche Spielräume, eben diese Indifferenzzonen, gezielt eröffnete und darauf baute, dass sie radikalisierend genutzt wurden. Folgende Motivationsfaktoren spielen für Organisationen eine Rolle, auch für Tötungsorganisationen im Holocaust: Geld, Zwang im Sinne hoher Kosten für den Austritt, die Überzeugung der Mitglieder, dass die Zwecke richtig seien, die Attraktivität der Handlung, genau genommen also der Spaß an der Sache, der im Vernichtungslager durch Raubgelegenheiten sicher verstärkt wurde, letztlich auch die Kollegialität, mit dem Historiker Thomas Kühne zu sprechen, die Kameradschaft, die einen Ausführungstäter dazu bringt, von dem ihm eröffneten Spielraum zum Rücktritt von der Tat keinen Gebrauch zu machen. Denn man wollte nicht als Kameradenschwein dastehen und dem nächsten Mann die von einem selbst abgelehnte Arbeit überlassen. Diese Norm übte eine hohe sozialpsychologische Wirkung aus. Zwangsorganisationen wie SS und Polizei im NS-Staat übten Zwang weniger bei der Rekrutierung aus, als durch die Art und Weise, wie sie einmal beigetretene Mitglieder daran hinderten, die Organisation wieder zu verlassen. Die Travniki-Organisation ist hierfür ein eindrückliches Beispiel. Auch und sogar gerade Zwangsorganisationen sind nämlich darauf angewiesen, ihren Mitgliedern Auslegungs- und Handlungsspielräume zu belassen, indem sie darauf setzen, dass diese Mitglieder der Organisation zugestehen, auf die Indifferenz der Angehörigen zu bauen, also auf ihre Toleranz gegenüber Anforderungen, die der Organisation anfänglich nicht zugehörten. Wendet man dieses Raster nun auf die Polizeiformationen, insbesondere auf die Travniki-Männer an, zeigt sich etwa Folgendes: Geld spielte definitiv eine Rolle. Jedenfalls waren sich die Organisationsleitungen darüber im Klaren, dass sie Verdienstmöglichkeiten schaffen mussten, um die Mitglieder der Gruppe bei der Stange zu halten. Auffällig ist die anfängliche enorm große Gehaltsdiskrepanz zwischen Travniki-Wachmännern und ordentlichen Polizisten, die sich aber dann nachher verbesserte. Auffällig ist ebenfalls ein durchaus auch geldwertes Hierarchie- und Aufstiegssystem innerhalb der Travniki-Formation. Soziologisch ist interessant, dass Organisationen, die sich finanziell selbst binden, eben wie schon erwähnt unflexibler sind als solche, die ihr das in weniger starkem Maße tun. Und es zeigt sich, dass im Laufe des Jahres 1943 der Sold dieser Wachmänner deutlich zugenommen hat. Man kann das durchaus auch als einen Reflex der zunehmenden Tötungsexpertise der Travniki-Männer betrachten. Zugleich aber auch des Versuchs, die Truppe gewissermaßen Waffen-SS-fähig zu machen, damit sie künftig Konzentrationslager bewachen konnte. Beide untersuchten Formationen, also Travniki und ukrainische Hilfspolizei, hatten Zugriff auf jüdisches Vermögen, die Hilfspolizisten etwas weniger als die Wachmänner. In den Vernichtungslagern war der Raub eine alltägliche, weitgehend tolerierte Erscheinung, gegen die gelegentlich Exempel statuiert wurden. Zwang. Hierauf möchte ich nun etwas näher eingehen. Formale Freiwilligkeit des Eintritts war in beiden Formationen gegeben. Eine schriftliche Erklärung darüber musste allerdings abgegeben werden. Ein Ausscheiden war möglich, aber mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Und das interessiert sozusagen den Soziologen natürlich sehr stark, welche Exit-Möglichkeiten gab es denn nun in solchen Zwangsorganisationen. Bei Hilfspolizisten gab es so gut wie keine Desertionen, bei Travniki-Männern waren sie indes ab 1943 alltäglich. Interessant ist, dass die Travnikis ihren Kriegsgefangenenstatus formal behielten, aber Rücksendung in die Stammlager so gut wie nicht vorkam. Man wollte wohl keine Exit-Strategie eröffnen, also keine Wege aufzeigen, sich der Beteiligung an der Tat zu entziehen. Was die Handlungsspielräume anbelangt, ist ein Vergleich der Befunde für das deutsche und nicht-deutsche Personal des T4-Netzwerkes interessant.
Das habe ich hier auf der Tabelle mal kurz aufgezeichnet. Das deutsche Personal der Todeslager nach Bergers Berechnungen, rund 120 Personen, setzte sich ihr zufolge zusammen aus Eigeninitiativen und funktionalen Gewalttätern in Führungspositionen, also zusammen 19% und 12% der Gruppe, exzessiven Gewalttätern in untergeordneten Funktionen mit 16%, Männern, die Dienst nach Vorschrift leisteten, immerhin rund 39%, und solchen, die sich aus den Lagern versetzen ließen, auch eine recht große Zahl von 13% der Gruppe. Anders gesagt, disziplinierte Gewalt an der Spitze vereinte sich mit undisziplinierter Gewalt im unteren Segment, sodass die an sich größte Teilgruppe der indifferenten Tier-4-Leute in die Zange genommen wurde. Die Minderheit der Exitiers, wenn man vielleicht mit Stefan Kühl sagen könnte, schied als Verstärkung der indifferenten Mittelgruppe aus. Bei aller Problematik einer weitgehend statischen Typologie ist diese Unterteilung für Vergleichszwecke hilfreich, weil die Travniki-Wachkompanie von Beljets zahlenmäßig etwa so groß war wie das gesamte deutsche T4-Netzwerk. Es fällt sogleich ins Auge, dass Bergers ersten beiden Typen, Männer wie Christian Wirth und Josef Oberhauser, das waren die Chefs des Vernichtungslagers Beljets, unter den Travnikis per Definition nicht vertreten sein konnten. Die russlanddeutschen Unterführer glichen unter den von Berger angelegten Kriterien von Gewalttätigkeit und Einsatzbereitschaft am meisten den Typus exzessiver Gewalttäter in untergeordneten Funktionen. Sie stellt in der Hochphase der Massenmorde etwa 18% der Kompanie, etwas mehr als unter dem T4-Personal. Die Deserteure hat mit mindestens 24 dokumentierten Fällen oder 20% der Wachkompanie ebenfalls einen höheren Anteil als die auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen T4-Funktionäre. Die mittlere Gruppe von 74 Travniki-Männern, rund 62%, bildet mangels näherer Informationen über ihr Verhalten eine rechnerische Residualkategorie. Es ist jedoch kaum vorstellbar, dass diese Wachmänner durchweg Dienst nach Vorschrift getan haben. Gemäß der Beförderungspraxis wird vielmehr davon auszugehen sein, dass die rechnerisch 10 bis 12 Gruppenwachmänner, eine besondere Kategorie dieser Hierarchie, ihren Dienst in Beljets eifrig erfüllten, zumal sie als Nichtdeutsche weniger privilegiert waren als die russlanddeutschen Unteroffiziere. So verbleiben also noch rund 50% der Kompanie für das mittlere, potenziell indifferente Segment. Die T4-Typologie von Frau Berger kann mithin auch auf die Travniki-Männer angewendet werden. Ihre Verteilung auf eine Skala unterschiedlicher Gewalt- und Initiativausprägung entspricht ungefähr derjenigen der deutschen Tätergruppe. Es gibt aber bezeichnende Unterschiede, auch die kommen in den Zahlen durchaus zum Ausdruck. Im Vergleich wird deutlich, dass Disziplin und Eigeninitiative das Verhalten der sogenannten fremdvölkischen Gruppenmitglieder weniger stark bestimmten als dasjenige ihrer deutschen Vorgesetzten. Brutalität an der Spitze war gefragt und wurde die soziale Anerkennung prämiert. Deserteure hingegen zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie sich der Disziplin entziehen. Im Übrigen war die deutscherseits vielfach beklagte Disziplinlosigkeit der Travniki-Männer ein nahezu unvermeidliches Resultat der praktisch grenzenlosen Indifferenzzonen, die zu akzeptieren man den Wachmännern abverlangte oder die man ihnen anbot. Strafen waren, wie schon erwähnt, drakonisch, aber es blieb mehr oder weniger dem Zufall überlassen, ob man für Fehlverhalten verprügelt wurde oder nicht. Am sanftesten fasste man die Unteroffiziere an. Das war funktional. Für alle Travnikis gilt jedoch, wer mit der Waffe in der Hand flüchtete, hatte fast sicher mit seiner Erschießung zu rechnen. Trotzdem kam es wiederholt zu Ausbruchsversuchen, zuletzt sogar von Travniki-Männern, die man wegen Disziplinlosigkeit aus Beljets nach Auschwitz versetzt hatte, wo sie zum großen Zorn von Rudolf Höss, dem Kommandanten von Auschwitz, erneut den Ausbruch wagten, aber zum größeren Teil gefasst und erschossen wurden. Gehen wir nun noch ganz kurz Kühls Liste weiter durch. Zweckidentifikation, das ist hier Punkt C. Die deutschen Vorgesetzten gaben sich große Mühe, den Travnikis die Ermordung der Juden als zweckmäßig hinzustellen, bereits in der Ausbildung, dann aber auch im weiteren Verlauf. Durch den polizeilichen Referenzrahmen von Verhaftungsaktionen
dürfte dies bei ukrainischen Hilfspolizisten, die ich jetzt halt nicht behandelt habe, stärker oder erfolgreicher gewirkt haben. Andererseits waren diese durch eigenen Antisemitismus motiviert und brauchten vermutlich keine zusätzlichen Anreize. Die Quellenlage ist in beiden Fällen schwierig. Wir wissen nicht, ob sich Hilfspolizisten mit dem Zweck der Organisation identifizierten, in denen sie tätig waren. Bei den Travniki-Männern sehe ich das übrigens eher nicht, weil die Organisation auch ihnen gegenüber, wie gezeigt, Gewalt anwendete und Identifikation ein Organisationsbewusstsein voraussetzt, das die des Deutschen nicht mächtigen Wachmänner in der Regel gar nicht haben konnten. Bei den Hilfspolizisten, wo Dienstplan, Rechtsregeln, Disziplinierung den Alltag bestimmten, dürfte Identifikation mit den Zwecken der Organisation häufiger vorgekommen sein, zumal die Ultranationalisten in der Polizei den Traum einer befreiten Ukraine auch unter deutscher Besatzung nicht austräumten und die höheren Ränge der Hilfspolizisten diese gewissermaßen als ihre Polizei betrachtet haben dürften. Punkt D ist hier Attraktivität der Handlung. Wir wissen nicht, ob die Polizisten, wenn sie denn tödlich schossen, dies gern taten. Für die letztgenannte Annahme spricht, dass eine Minderheit von ihnen schoss, also Eigeninitiative eine gewisse Rolle spielte. Jedoch konnte es auch Karrieregründe etc. geben, die hier motivierten. Bei den Travnikis war es ganz ähnlich. Einige, darunter Massenmörder wie Franz Bienemann, ich habe vorhin das Foto gezeigt, oder Christian Schmidt, töteten gern. Andere lockte die Aussicht auf Beute, das Töten attraktiv zu finden. Aber auch hier gilt, die Quellenlage lässt leider kaum allgemeinere Aussagen zu. Letztlich Kameradschaft, dies gilt auch für die letzte der kühlschen Mitgliedermotivationen. Ob die Travniki einander als Kameraden, die Polizisten einander als Kollegen wahrgenommen haben, wissen wir schlicht nicht. Freundschaften und Klicken gab es sicher, aber diese waren zufällig und nicht systemisch. Ich komme damit zum Schluss meines Vortrags. Bisher wurden Kühls Ansätze, außer von ihm selbst und dann in meinem Buch, kaum in der Täterforschung angewendet. Untersucht man ukrainische Polizisten und Travniki-Männer mittels seines analytischen Instrumentariums, treten Vorzüge, aber auch Grenzen der Organisationssoziologie zutage. Die Lemberger ukrainische Polizei, ich habe sie nicht erläutern können, aber das kann ich dann auf Nachfrage gern tun, war eine ganz normale Organisation im kühlschen Sinne, allerdings in Grenzen. Ihr Gewalthandeln wird durch Indifferenzzonen erklärt, aber auch dadurch, dass die Deutschen die Massenverhaftungen, die durchzuführen waren, als sogenannte Polizeiaktionen verkauften und verpackten, die den ukrainischen Polizisten diese Tätigkeit als legitim erscheinen lassen konnten. Die Beteiligung an Massenmorden wurde erleichtert, weniger durch Privatmoralen oder individuelle Motive, darunter eben auch Judenhass, als vielmehr durch die Art und Weise, wie eine offenkundig mörderische Gewaltaktion als Routinehandlung institutionell gerahmt wurde. Was nun Beljets angeht, waren die Wachmänner in diesem Vernichtungslager keine ganz normale Organisation. Wie ich in meinem Buch schreibe, handelt es sich bei Beljets um eine einzige Indifferenzzone, um die Hölle auf Erden. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das Mikro ist an. Ja, vielen Dank, Thomas, für diesen Vortrag, der uns auch nochmal gezeigt hat, wie die Organisationssoziologie von Stefan Kühl, also was für einen Zugang sie bieten kann, um dieses Thema zu erschließen. Und bevor ich sozusagen Ihnen allen die Möglichkeit gebe, Fragen zu stellen, würde ich gerne mal anfangen, weil ich habe ja das Mikro. Also wenn Sie was sagen möchten, es gibt ein Saalmikro. Ich setze Sie auf die Liste und dann müssen Sie nur darauf achten, dass Sie in das Mikro sprechen und nicht so, sonst meckert unser Tontechniker. Genau. Ich würde eigentlich, bevor ich inhaltliche Fragen
stelle dich nochmal fragen, was eigentlich der Kontext dieser Sachverständigengutachten war, in denen du dieses Buch geschrieben hast. Ob du dazu nochmal kurz was sagen kannst. Ich habe sie im Blick, also wer gleich noch Fragen stellen will, muss sich melden. Ja, der Kontext der Sachverständigengutachten war, dass nach dem Fall Demjanjuk, der sehr breit auch durch die Presse ging, unter anderem, weil nicht nachgewiesen werden konnte, dass Demjanjuk tatsächlich sich an Mordhandlungen beteiligt hatte, er wurde trotzdem verurteilt und das war sozusagen ein neuer juristischer Zugriff auf diese sogenannten kleinen Rädchen im Getriebe und dadurch wuchs die Aufmerksamkeit auch der Strafverfolgungsbehörden für eben diese Hilfspolizisten oder Hilfstäter in den ausführenden Lagen, ausführenden Instanzen. Und es sind eine Reihe von Ermittlungsverfahren geführt worden von deutschen Staatsanwaltschaften gegen ehemalige Trafdiki-Männer. Und die Besonderheit liegt hier darin, dass diese Personen häufig direkt nach dem Krieg in die Vereinigten Staaten ausgewandert sind und dort falsche Angaben über ihre bisherige Kriegstätigkeit gemacht hatten. Sie haben in aller Regel verschwiegen, dass sie Hilfspolizisten gewesen waren. Sie haben sich den Anstrich eines sozusagen Verfolgten gegeben, in aller Regel, um dort Zuflucht zu finden. Und so dass dann eine enge Kooperation der deutschen Staatsanwaltschaften mit einer Behörde des amerikanischen FBI in Gang kam, das Office of Special Investigations. Und das ist auch eine ganz wesentliche Quellengrundlage für die Studie. Vielen Dank. Ich gucke mal rum, es sind noch keine Fragen. Du hast ja viel jetzt auf die Organisation als Erklärungsebene abgezielt und weniger auf die Motivation. Ich würde dich gerne trotzdem noch eine Frage stellen, weil du schreibst in deinem Buch zum Beispiel, ich zitiere mal, der Kontrast zwischen der erfahrenen Machtlosigkeit im Kriegsgefangenenlager und der Macht über Leben und Tod, die Travnikis in den Vernichtungslagern ausüben konnten, erklärt zu erheblichen Teilen die Brutalität dieser Tätergruppe. Das ist ja eher eine psychologische Deutung, würde ich sagen, die mir auch, als ich das gelesen habe, erstmal so gar nicht unbedingt eingängig war, weil man könnte ja auch sagen, dass die erfahrene Machtlosigkeit im Gegenteil eine bestimmte Empathie oder eine bestimmte Rücksichtnahme auslöst, eine bestimmte Fürsorge für andere Machtlose. Könntest du da noch was zu sagen? Ja, das ist tatsächlich ein eher sozialpsychologisches Argument. Ich wollte auch nicht den Eindruck erwecken, das ist vielleicht durch die Kürze des Vortrags jetzt entstanden, dass ich gewissermaßen nur auf die Organisationssoziologie schaue und die als stromlinienförmiges Modell für die Erklärung eines wirklich hochkomplexen Problems betrachten würde. Denn über die Frage, was macht Männer zu Mördern, ist natürlich in der Forschung, übrigens auch Frauen neuerdings, aber vor allem Männer natürlich, zu Mördern ist ja intensiv gestritten worden, jahrzehntelang. Und Kühl, das finde ich sympathisch, einfach wissenschaftlich gesprochen, heuristisch gesprochen, setzt sich von diesen ganzen Motivfragen ab, indem er ganz schlicht sagt, wir wissen einfach nicht, was jemand motiviert. Auch diese Annahme, die ich da formuliert habe, dass es sich um diesen erheblichen Kontrast handelt, die scheint mir plausibel, einfach aus dem Verhalten, das wir beobachten können. Wir sehen ja, dass Kriegsgefangene, die dem Hungertod entronnen sind, im September, Oktober 1941 dann im Lager in Belzec sind und da sich aufführen wie die Berserker. Ja, das ist ja erklärungsbedürftig. Und die Empathie mit den Opfern kam schon deshalb nicht zustande, weil die ganz genau wussten, dass das von ihnen erwartet wurde, sich sozusagen brutal gegenüber denjenigen zu zeigen, die dort hintransportiert worden sind. Und es gibt dazu noch einen Moment, was ich im Vortrag jetzt nicht so stark machen konnte, das Moment der Eingewöhnung des Trainings. Ich habe ja gesagt, dass ab Frühjahr 1942 richtige Erschießungen durchgeführt worden sind. Da wussten die natürlich, was von ihnen erwartet wird. Auch das spielt dabei eine erhebliche Rolle. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Fluchten, die ab 1943 stattgefunden haben, etwas mit Empathie für die Opfer zu tun haben. Es geht ganz einfach um die Angst vor der zurückkehrenden Roten Armee und davor zur Rechenschaft gezogen zu werden, was ja in vielen Fällen auch tatsächlich geschah. Genau, das ist mir bei deinem Vortrag auch aufgefallen, dass man natürlich immer den zeitlichen Kontext auch mitbedenken muss. Also das hat man in Weißrussland, in Belarus zum Beispiel mit den Hilfspolizisten, die sich auch mit Deutschen kooperieren, aber
je näher dann das Kriegsende oder die Kriegswende kommt, dann auch den Partisanen anschließen. Also da ist es ein anderer Fall, aber da ist es sozusagen das Verhalten stark abhängig vom kriegs- und besatzungspolitischen Kontext, wie einfach die Erwartungen sind, was die nächsten Monate bringen werden. Deswegen dachte ich auch, dass diese Frage nach Identifikation, die bei Kühl ja auch ein Punkt ist, auf jeden Fall immer auch eingeordnet werden muss in einen zeitlichen Rahmen. Und genau, gibt es da zeitweise Unterschiede festzustellen bei den Trawniki? Ja, das würde ich schon sagen. Also es gibt ja, also in der Hochphase, das ist, Sie verzeihen, das hört sich sozusagen fast zynisch an, aber in der Hochphase der Massenmorde in den Vernichtungslagern war das ein bei vielen dieser Wachleute begehrter Posten. Ja? Denn man konnte fast unmittelbar sofort auf Vermögen zugreifen. Die haben geraubt, gehurt, gesoffen, sofern sie das durften, sofern man sie ließ. Und das war irgendwie schon eine Art von schönem Leben. Es gab da auch eine, ich habe das ja in diesem Foto zu zeigen versucht, jedenfalls bei den etwas führenderen Diensträngen durchaus so etwas wie eine Kameraderie. Und das wird natürlich dann nach dem Ende der Vernichtungsaktion ab Ende 1942 anders. Und spätestens 1943 ist ja für jeden einigermaßen klug denkenden Menschen klar, dieser Krieg wird deutscherseits nicht gewonnen werden. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass wir uns umstellen müssen. Und da sehen wir dann auch tatsächlich diese Zunahme einerseits von Desertionen in allen Vernichtungslagern, auch aus den Zwangsarbeitslagern. Wir sehen auf der anderen Seite aber auch wirklich verstörende Zeugnisse von Anhänglichkeit an die Deutschen vorgesetzt. Man hofft also, sozusagen, sich dem Rückzug der deutschen Wehrmacht nach Westen anschließen zu können, und zum Teil werden noch hohe Verdienstorden, Kriegsverdienstkreuze noch 1944 bis ins Jahr 1945 hinaus an solche Trawniki-Leute verliehen, weil sie sich eben verdient gemacht haben im deutschen Interesse. Ich will sagen, es gibt dort keine Einheiligkeit oder keine Einlinigkeit des Verhaltens, aber es gibt natürlich gewisse Trends, die ich gerade versucht habe zu beschreiben. Dankeschön. Wir haben eine Wortmeldung. Da hätte ich gleich sozusagen noch eine Nachfrage. Wie gehst du denn dann mit eventuell nationalen Zuschreibungen um? Also es wurde einmal kurz erwähnt, die Wehrmacht habe grob gesagt keine Ahnung. Das hat sich ja möglicherweise dann auch ein bisschen geändert. Aber jetzt auch, was eben wieder die Motivation dieser Gruppen angeht. Und ich meine, du hast es jetzt nicht so sonderlich präsent, also nicht so prominent gemacht, aber die Ukrainer, ne? Also das ist eine nationale Zuschreibung. Wie bringst du das in dieses Erklärungsmodell der Organisation mit ein? Also das berührt natürlich die wirklich sehr schwierige Frage, waren nationale Zuschreibungen von den Gruppenmitgliedern, also in diesem Fall von den Trawniki-Männern, auch in Rechnung gestellt? Fühlten die sich als Ukraine oder wurden sie nur von den Deutschen als solche betrachtet? Der Eindruck geht in Letzteres hinein. Denn auch die Befragung, die die sowjetische Geheimpolizei durchgeführt hat, ab 1944, dann vor allem in den 60er Jahren, lassen eigentlich nicht erkennen, dass es irgendeine Form der nationalen Zuschreibung gegeben hat, die in irgendeiner Weise plausibel fand. Nun haben die natürlich in diesen Verhören gelogen, das ist völlig klar, die wollten ihr Leben retten nach Möglichkeit oder zumindest nicht erleben, dass sie dann für 25 Jahre unter Artikel 58 verschickt wurden in den Gulag, ja. Aber auch da kann man ja zwischen den Zeilen lesen. Es gibt da überhaupt keinen Hinweis darauf, dass Nationalität für diese Leute, für diese Trawniki-Männer irgendeine zentrale Rolle gespielt hat, sondern es war einfach so, dass die Deutschen, ich vermute in diesem Fall bei Heydrich lief das über das Rosenberg-Ministerium, also über diese Ostministeriumsschiene, sagen, davon überzeugt waren, dass die Sowjetunion, das ist ja auch sozusagen ein Topos in der deutschen Kriegsplanung, ein Vielvölkerstaat ist, der vor dem Zusammenbruch steht und nur durch Gewalt zusammengehalten wird, dass Nationalität also in der Roten Armee eine viel größere Rolle spielt, als die offizielle Propaganda von der multinationalen Armee es wissen will, und dass diese Nationalismen genutzt werden können, um das russische Reich zum Einsturz zu bringen. Insofern ist es immer eine ganz klassische Zuschreibung, die ja auch eine lange Tradition bis zurück ins Jahr 1917 im Grünen hat. Das ist ja keine neue Erfindung, das ist ja Teil des, wenn man so will, des ostimperialistischen Programms
der Deutschen schon seit dem Ersten Weltkrieg. Aber ich würde wirklich sagen, ich kann auf diese Frage keine Antwort geben, sondern woran ich mich halten kann, ist, dass, das sagt auch Zkühl, wie ich finde, methodisch völlig zu Recht, wir können Verhalten beschreiben und können versuchen, daraus Schlüsse zu ziehen. Wir können aber nichts sagen, gesichert über das, was die Leute motiviert, angetrieben oder sonst irgendetwas hat. Das ist schlechterdings nicht zu erschließen. Genau, ich würde da gerne ergänzend noch einen Aspekt nennen, und zwar aus den Berichten der Überlebenden, der überlebenden Kriegsgefangenen geht zum Beispiel hervor, dass ganz schnell, also im Juli, August schon klar wird mit den Aussonderungsbefehlen, dass die Deutschen Juden und Kommunisten suchen und dass, wenn man sagt, man ist Ukrainer, dass man bessere Chancen hat, als Dolmetscher eingesetzt zu werden, also sogenannte Volksdeutsche und Ukrainer. Sozusagen diese Kategorien, es ist ganz schnell klar, dass damit gegebenenfalls Privilegien verbunden sind. Und in den Monaten, wo der Hunger stärker wird, ist das natürlich eine Überlebensstrategie von vielen, dann einfach zu sagen, sie gehören zu einer Gruppe, die potenziell bevorzugt werden. Deswegen haben wir auch, also bei den Zahlen, die es gibt zu den Travniki, das Quellenproblem, dass man gar nicht sagen kann tatsächlich, dass das als Ukrainer sind, sondern man muss sagen, das sind Personen, die sich als Ukrainer bezeichnet haben. Oder von den Deutschen so eingestuft wurden. In der Tat gibt es auch Versuche unter falschen Namen in dem Lager, sozusagen in dem System groß zu werden. Einige sind auch quellenmäßig dokumentiert und da kommt es zu gewissen Enttarnungen. Da sind die Vorgesetzten entsetzt, weil sich zum Teil zeigt, dass sie auch mit der falschen angenommenen Identität durchaus so gearbeitet haben, wie man sich das vorgestellt hat. Also es widerlegt sich auch diese nationale Zuschreibung im Grunde permanent selbst. Aber die Wahrnehmung der Gruppe ist immer, Ukrainer sind sozusagen per se antirussisch eingestellt, antiimperial eingestellt, natürlich antistalinistisch eingestellt vor dem Hintergrund des Hungertodes in der Ukraine in den 30er Jahren. Die kann man benutzen. Und natürlich sind das auch Leute, die bereit sind, auch brutal durchzugreifen. Davon ist man ausgegangen, weil man davon überzeugt war, dass die Ukraine wie alle Slawen zu sagen minderwertige Personen sind und deshalb Gewalthandlungen besonders zuneigen. Und dann hat es natürlich genau diese Form der Self-Fulfilling Prophecy gegeben. Das Verhalten war dann auch genau so, wie es prognostiziert worden war. Gibt es noch Fragen? Ja, bitte. Und zwar gibt es Erkenntnisse darüber, welche Rolle in diesem Bereich die Wolgadeutschen spielten. Das würde mich mal interessieren. Und als zweite Frage vielleicht noch, würde ich gleich noch mit ranhängen, gibt es genauere Untersuchungen oder Erkenntnisse darüber, wo die Leute dann verblieben sind nach Kriegsende? Klar, sie haben sich den deutschen Truppen angeschlossen, das habe ich soweit verstanden, zum Teil. Sie sind in den Kriegswirren sicherlich dann auch, sage ich mal, untergetaucht. Aber gibt es markante Erkenntnisse darüber? Es werden sicherlich nicht alle in die Vereinigten Staaten gegangen sein. Das sind einige, die man aus den Prozessen dann kennt. Aber wo sind die Leute geblieben? Also die Wolgadeutsche ist eine sehr wichtige Frage. Ich habe das auch gesagt, vielleicht muss ich nochmal betonen, das war die zentrale Gelenkrolle sozusagen. Die waren diejenigen, die Befehle der Deutschen übersetzten. Es war ja auch einfach ein Dolmetschproblem, ein Übersetzungsproblem im sprachlichen Sinne. Und die wurden von vornherein auch so rekrutiert, dass klar war, die sollen später Unterführerpositionen übernehmen. Und das sind auch tatsächlich Leute, die in ihrer Identifikation in diesem Fall mit dem System und auch mit den Deutschen als Nation viel stärker sozusagen in das deutsche System eingebunden sind als die nicht-deutschen Täter. Wir sehen das auch daran, dass die Wachmänner in aller Regel diese Unteroffiziere als Deutsche betrachten und nicht etwa als Wolgadeutsche oder als Sowjetdeutsche, sondern sie nehmen die als Deutsche wahr, weil sie sozusagen fast unterschiedlos verschmelzen mit der deutschen Lagermannschaft. Das ist also schon mal ein klares Indiz dafür, dass diese deutschen Unterführer eine zentrale Rolle gespielt haben. Was der Verbleib da angeht, ich hatte ja gesagt, es handelt sich um insgesamt etwa 5000 Personen. Die haben natürlich versucht, sich der Strafverfolgung durch die sowjetische Polizei, die Geheimpolizei, zu entziehen. Der allergeringste Teil ist nach Amerika gekommen, das ist wahr.
Viele sind natürlich abgetaucht, haben versucht, irgendwie ihren Namen zu ändern, sich zu tarnen, möglichst nicht ergriffen zu werden, und trotzdem sind Ermittlungen angestellt worden, weil die Art und Weise, wie das NKWD bzw. später KGB gefragt hat, natürlich darauf zielte, weitere Rekrutierte in Erfahrung zu bringen, Namen nennen zu lassen. Darauf wurden sozusagen bis hin zu Folter. Das würde ich genau darauf gesetzt, das in Erfahrung zu bringen. Und dann zogen sich die Netze immer weiter zusammen, sodass auch eine erhebliche Zahl von Verfahren stattgefunden hat. Wir wissen nicht ganz genau, wie viele es waren, weil in der Statistik der sowjetischen Strafverfolgung diese Verfahren nach Artikel 58 gewissermaßen als Sammelbegriff verwendet worden sind. Es ging dann um Landesverrat, das war der klassische Vorwurf, ne? Und ob da jetzt nur Travniki-Leute drunter gefasst waren oder auch andere Hilfswillige, ich hatte ja die Zahlen auch genannt, das lässt sich im Nachhinein schwer sagen, aber wir können sicher davon ausgehen, dass einige hunderttausend ehemalige mutmaßliche oder tatsächliche Kollaborateure der Deutschen, ich sage jetzt die Terminologie der sowjetischen Seite, sozusagen mit in Verfahren einbezogen war, verfolgt wurde und auch entweder zum Tode oder zu langjährigen Lagerhaftstrafen verurteilt wurde. Bevor ich Ihnen die Frage übergebe, stelle ich noch schnell eine, weil das passt so gut. Ich habe nämlich, als ich mich vorbereitet habe, ein Zitat gefunden. Das ist aus einer Vernehmung in Krasnodar am 9. Dezember 1964. Also es gab Ermittlungsverfahren und Verhöre. Und Grigorij Knieger war Travniki und er sagt in dieser Vernehmung, in diesem Vernehmungsprotokoll, äußert er sich zu dem Tötungsprozess in Belzec und er sagt, dies geschah vor mehr als 20 Jahren und ich verstehe immer noch nicht, wie es dazu kam, all dies zu sehen und ein Teilnehmer an diesen grauen, grausamen Taten zu werden. Aber bis heute kann ich diesen Horror nicht vergessen, da er ständig wie eine schwere Last auf meiner Seele liegt. Also das ist eine der ganz seltenen Aussagen, wo ein Travniki sich geäußert hat, also auch zu dem, wie er das retrospektiv sieht. Genau, also der Fakt ist, ganz wenige haben sich dann dazu geäußert, aber dieses Zitat verweist ja auch auf eine andere Ebene, nämlich auch zu fragen, was macht das eigentlich mit den Personen, die davon betroffen waren? Also sind diese Personen traumatisiert? Wie gehen sie mit den Erfahrungen um? Also es gibt in der Sowjetunion nicht und auch in den USA keinen Raum, in dem darüber gesprochen werden konnte. Und was wissen wir eigentlich darüber, über diese Ebene? Nichts. Ganz einfach. Kurze Antwort. Nein, es ist nicht so. Aber lange Frage. Nein, die Frage ist ja völlig, völlig berechtigt. Wie verarbeitet man so etwas? Ich scheue mich allerdings Travniki-Männern, die in Belzec, Sobibor oder Treblinka gearbeitet haben, sagen, eine moralische Aufarbeitungs-, wie soll ich sagen, also ein Mitleid zuzugestehen. Ja? Also das sind für mich einfach Leute, die Massenmörder gewesen sind. Und insofern ist meine Frage nach deren Motiv oder gar nach einem Verständnis für die Aufarbeitung in der persönlichen Biografie für mich persönlich jetzt von geringerer Relevanz. Das gilt aber nicht für die vielen Leute, die in Zwangsarbeitslagern Wachdienste verrichtet haben oder so. Das ist eine ganz andere Kategorie, weil die eben nicht ständig Morde verübt haben. Aber wir haben es hier mit einer Gruppe von Travniki-Leuten zu tun, etwa 10% der 15-20% der Gesamtgruppe, die wirklich aktiv an Massenmorden teilgenommen haben. Da würde ich sagen, that's their problem, ja? Damit umzugehen. Da ist meine Empathie wirklich nicht allzu groß. Ich glaube, ich habe diese Frage auch nicht aus Empathie gestellt, sondern weil es, glaube ich, auch schon wichtig ist, solche Fragen zu stellen. Also wenn wir davon ausgehen, dass es eine erzwungene Kooperation war angesichts des Hungertodes, ist es natürlich auch eine Frage, wie Selbstlegitimierungen funktionieren, wie die Menschen danach damit umgegangen sind, ohne dass man das jetzt empathisch entschuldigt, ihr Verhalten. Aber jetzt gebe ich die Frage an Sie. Ist ja mal schwierig, jetzt die Frage nochmal, so viele Sachen, die jetzt hier reinspielen. Also ist schon toll, wie Sie sagen, dass manche Sachen nicht geklärt werden können. Dass Sie der Erste sind, der mal sagt, man kann das nicht nachvollziehen, man kann nicht sagen, man kann dazu keine Aussage machen. Dass Sie als Wissenschaftler sagen, ich lege mich so fest, man kann das nicht sagen. Wie wir Deutschen mal sagen, wir müssen alles begründen, warum, wieso, weshalb. Das ist also sehr interessant, dass Sie immer sagen, man kann viele Sachen nicht klären. Was mich interessiert, mit der Eröffnung des Ostens, 91, und jetzt einer neuen Generation an Historikern, ist von der Seite mal was gekommen? Hat man in der Ukraine, in Weißrussland, in Russland,
in den letzten 10 Jahren ist bei Ihren Recherchen mal aufgefallen, gibt es einen Gegenpart zu Ihnen? Ein junger Historiker oder Historikerin in Osteuropa, die sagt, okay, Travniki, Kollaboration. Gibt es solche jungen Leute oder jungen Akademiker oder auch ältere Akademiker, die jetzt dieses Thema annehmen? Oder ist jetzt alles, gibt es von Ostseite überhaupt da keinen? Oder ungarische Kollaboration, Freikreuzer, Salazar und so weiter. Gibt es da jetzt in den letzten Jahren was oder können Sie da nichts? Also das, natürlich hat das Thema Kreise gezogen und gerade die Frage nach der Kollaboration, schrecklich Kooperation, das müssen wir vielleicht nochmal diskutieren, wenn das noch ein Thema sein soll, spielt gerade in den Nationen, um die es da geht, in der Ukraine, auch in Weißrussland, zum Teil auch in der Russischen Föderation, wenn ich das richtig sehe, durchaus eine Rolle. Da gibt es eine jüngere Generation von Forscherinnen und Forschern, die das Thema angehen. Aber die Schwierigkeiten sind natürlich auch bekannt. Schwierigkeiten des Archivzugangs, auch Schwierigkeiten der möglicherweise politischen Gängelung durch vorgesetzte Dienststellen und dergleichen mehr. Wir erleben das natürlich auch gerade jetzt, ich habe das ja ganz zu Beginn meines Vortrags auch zu zeigen versucht, dass es auch eine Form von Geschichtspropaganda gibt, die im Moment eine zentrale Rolle spielt. Und da würde ich leider sagen, auf beiden Seiten spielt es eine Rolle. Insofern sind die Arbeitsbedingungen für Historikerinnen und Historiker derzeit sicherlich schwierig, aber das Thema ist angekommen, es wird diskutiert und wir haben auch jetzt gerade ein neues Buch von einem polnischstämmigen Historiker, der in Berlin forscht, Herr Rosolinski-Liebe, der eine Biografie von Stefan Bandera geschrieben hat, ist gerade erst auf den Markt gekommen und es gibt auch weitere Forschung jetzt auch ganz aktuell zu ukrainischem Nationalismus und der Beteiligung von ukrainischen Einheiten am Holocaust, insofern und von einem ukrainischen Historiker. Insofern würde ich sagen, da tut sich einiges. Vielleicht noch zu Ihrer ersten Bemerkung, ich finde es eigentlich nicht ungewöhnlich, dass Historiker sagen, ich weiß es nicht. Man muss ja sozusagen auch umgehen mit der Quellenlage, die man zur Verfügung hat. Und die Quellenlage ist Schütter in diesem Fall, weil die Akten natürlich vernichtet worden sind. Und das ist der Hauptbestand, auf den wir zurückgreifen können, sind sozusagen Splitter von Akten, deutschen Akten, die in einer Unzahl von sowjetischen Archiven, auch in Geheimdienstarchiven überlebt haben, vom OSI in den Vereinigten Staaten dann gesammelt worden sind im Wege der Rechtshilfe. Und dann sozusagen zu einem zentralen neuen Bestand zusammengebündelt worden sind, genannt Travniki Central. Und das ist eine Fundgrube, weil da viele Vernehmungen insbesondere drin sind, aber ganz selten oder in deutlich geringerem Maße Originaldokumente aus der Besatzungszeit. Insofern sind wir da tatsächlich auch an Grenzen des Quellenzugangs, die man einfach nicht überspringen kann. Letztlich aber auch ist es natürlich ein methodisches Problem. Sie werden auch in noch so vielen deutschen Dokumenten keine Auskunft darüber finden, warum jemand etwas tut, weil das Motiv, das er jeweils angibt, zu einem bestimmten immer Interesse geleitet ist. Es gibt ja keinen Zwang und auch eigentlich keine Notwendigkeit, ehrlich darüber Auskunft zu geben, was jemand zu einer bestimmten Handlung motiviert. Genau, ein Grundproblem der Täterforschung, ne, dass wir da eigentlich nichts zu sagen können. Es gibt hier noch eine Wortmeldung. Wollte ich anschließen. Zugespitzt, wie viel haben denn jetzt Juristen aufgearbeitet und was davon haben Historiker aufgearbeitet? Denn du hast so den Schlenker gemacht mit den Sachverständigengutachten, ne, Vernehmungsprotokolle und so weiter, ein super Steinbruch, aber das ist ja auch eine gewisse, wir haben es eben gestreift, ne, das ist eine Zwangssituation, da wird handlungsorientiert geantwortet, aber auch dementsprechend gefragt. Moralisch ist das schon klar, da steht Mord im Raum, das verjährt nicht, da gibt es Strafen, die Höchststrafe, wie auch immer. Das ist also keine Lappalie, da ist also von vornherein, ich sage mal ganz allgemein, eine Zwangssituation. Ja, und da schöpft nun ein Historiker draus aus diesem, ja, wie soll man sagen, aus diesen verbotenen Früchten, und da sind es keine verbotenen Früchte. Also wie würdest du das kurz skizzieren, methodisch einordnen, wie man mit diesem Material umgeht, im Unterschied zu dem, ich gehe ins Archiv, da liegen Verwaltungsakten oder was auch immer, lese mir die durch und dann urteile ich als Historiker. Also Die historische Forschung über diese Themen ist in der Regel nicht vor der Justiz zustande gekommen. Wir haben ja in Deutschland die sehr eigentümliche Situation, dass Strafermittlungen der deutschen Justiz sozusagen die historische Forschung angeschoben haben und nach sich gezogen haben, angefangen von dem großen Gutachten zum Auschwitz-Prozess. Und die Frage, die du ansprichst,
Jörg, kann man diese Quellen verwenden, ist auch von den Staatsanwaltschaften tatsächlich explizit gestellt worden, mir gestellt worden, weil natürlich das Zustandekommen der sowjetischen Aussagen, die wir verwenden, hochbedenklich ist. Das ist natürlich kein rechtsstaatliches Verfahren, sondern da stand alles das im Raum, was du angedeutet hast, also der eigene Tod, die eigene Verschleppung in das Lager, 25 Jahre Haft, Repressalien gegen die Familie und so weiter. Insofern kann man ja hier nicht von rechtsstaatlichen Verfahren sprechen. Trotzdem können wir diese Akten natürlich unter bestimmten Gesichtspunkten benutzen. Und ich würde mich da auch dem Kollegen Pohl anschließen, Dieter Pohl, der sagt, man kann diese Akten dann nutzen, wenn sie durch unabhängige andere Aktenbestände bestätigt werden. Und stellt man dann fest, dass die Ermittlungen der sowjetischen Befrager ziemlich präzise rausgeholt haben, was der Fall war. Also faktografisch stimmt das in aller Regel, wird auch bestätigt durch andere Akten. Da hört es aber dann auch schon auf. Ne? Das heißt, man kann, wenn es dann weitergeht um Motive und dergleichen, kann man wirklich nur noch sagen, da kann ich nichts zu sagen. Und ich würde auch wirklich davor warnen, mich allein auf solche Geheimdienstakten zu stützen, weil das tatsächlich ein sehr einseitiges Bild des Geschehens vermittelt und natürlich die Befragungsmethoden der Vernehmer genau darauf hinzielten, denen das Geständnis abzuringen, dass sie sich verpflichtet haben, schriftlich verpflichtet haben, als Kollaborateure in deutsche Dienste zu treten. Damit griff Artikel 58 und die Sache war strafrechtlich erledigt. Ne? Also bei aller, mit deutlichen Vorbehalten, trotzdem ein wichtiger Aktenbestand. Genau, trotzdem ist es ja auch so, dass Gerichtsverfahren oft dann eben diese historischen Gutachten auch anregen und daraus auch eine Forschung entsteht. Der Kollege Peter Black hat ja auch viel daraus geschöpft, also auch ein Kollege, der viel zu Travniki geforscht hat. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Hier ist noch eine. Ja, hallo. Vielen Dank erstmal für den sehr interessanten Vortrag. Bei den Aspekten, die Sie aufgezählt haben, bei der Organisationssoziologie, also wo es um Zwang ging, Geld und Kameradschaftlichkeit, da würde mich mal interessieren, welches Gewicht Sie dem Aspekt der Alltäglichkeit verleihen würden, dass quasi diese Menschen ja jeden Tag konfrontiert waren mit den Verbrechen, Zeugen waren, dass Harald Welzer das ja auch gerne in seinen Büchern thematisiert. Ich glaube, wie aus ganz normalen Männern Massenmörder werden, das hat mich sehr beeindruckt. Würden Sie sagen, dass das da auch irgendwie reinspielt oder nicht? Doch, natürlich spielt das rein. Es gibt einen Effekt der Gewöhnung, aber jetzt organisationssoziologisch ist das ja durchaus erwünscht. Ja? Also die Gewöhnung ist die eine Seite, ist die subjektive Seite, die Welzer sehr stark macht. Wenn man es jetzt nach der anderen Seite betrachtet, von der Organisation aus gesehen, ist ein hohes Maß an immer gleichen Abläufen natürlich stabilisierend für die Organisation und für alle Beteiligten, weil klar ist, so funktioniert das, so läuft das. Und deshalb ist auch sozusagen die Vorbildfunktion gerade von deutschen Unterführern in den Mordlagern besonders wichtig, weil die den jungen Rekruten, die da kommen, oder den Wachmännern, die ihnen zugewiesen werden, sozusagen vorführen, was sie zu tun haben. Es gibt dafür einen interessanten Befund, den habe ich auch in dem Buch behandelt. Anfänglich ist das so, dass diese Unteroffiziere in der Regel im Auftrag der deutschen Lagerführung den Travniki-Leuten bestimmte Plätze zuweisen, wo sie sich hinzustellen haben, wo sie jetzt ihre Gewalt auszuüben haben oder wo sie Wachdienste verrichten sollen. Das dauert kein halbes Jahr, dann wissen die von selbst, wo sie hingehen. Ja? Dann braucht es keine Befehle mehr, sondern das läuft eben durch die immer gleichen Abläufe und das wird übrigens auch in vielen Vernehmungen, ich glaube in diesem Fall auch zutreffend, gesagt, man hat das gar nicht mehr weiter reflektiert, weil ja in den Jahren, also insbesondere 1942, so ab Sommer 1942 täglich wirklich Hunderttausende von Leuten sagen, deportiert worden sind und in Belzec das Ganze im Grunde nur darum ging, möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit vom Leben zum Tod zu befördern. Und da spielt dann die Frage der Gewöhnung im Grunde gar keine Rolle mehr, sondern ich würde sagen, es ist einfach ein routinisiertes Verhalten. Jeder weiß, was zu tun ist, sie tun es und es winkt sozusagen als Incentive der Zugriff auf das Vermögen. Und wir haben dann wirklich erschütternde Zeugnisse von Wachmännern, die mit Geld, das sozusagen noch Blutspritzer trägt, in die nächste Kneipe gehen und sich dort volllaufen lassen. Die sind natürlich auch im hohen Maße alkoholisiert, wenn sie aus dem Lager raus dürfen, um trinken zu dürfen, weil sie das anders psychisch nicht ertragen.
Und Alkoholisierung ist bekanntlich auch ein Enthemmungsinstrument. Insofern spielt das alles zusammen. Aber ich würde den Gewöhnungseffekt eher sozusagen auf der objektiven Seite als auf der subjektiven Seite ansiedeln. Und insofern ist das ein Ergänzungsverhältnis zwischen diesen beiden Erklärungsansätzen. Vielen Dank, Herr Professor Sandkühler, für Ihren Vortrag auch nochmal. Ich fand das hochinteressant. Einen Punkt, da sehe ich aber jetzt einen Widerspruch zu dem, was Sie zuletzt gesagt haben. Sie sprachen ja von der Brutalisierung der Travniki auch. Und das kann ja eigentlich nicht im Interesse der Wachmannschaften gelegen haben, zum Beispiel bei den Vernichtungsstätten, ich nehme schon das Wort Lager gar nicht in den Mund, bei diesen Vernichtungsstätten der Aktion Reinhardt, also Sobibor, Treblinka und Belzec. Denn da ging es ja darum, der Zug kam an und man sollte nun ganz schnell möglichst viele Leute durch diese sogenannte Himmelfahrtsstraße, so hieß das wohl im Jargon, praktisch zur Vernichtung bringen. Und da wären doch Leute, die zu sadistischen Exzessen neigen, die wären doch da völlig fehl am Platz, die konnte man doch eigentlich gar nicht brauchen. Man musste doch einen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Und darin sehe ich jetzt im Widerspruch, das haben Sie zuletzt betont, aber vorher haben Sie öfter gesagt, ja, die Travniki waren brutale Typen zum Teil und das wurde auch durchaus gern hingenommen. Ja, mir scheint, dass bei der Beschreibung dessen, was von einem solchen Wachmann verlangt werden muss, ein bestimmtes Bild eines funktionalen, gewissermaßen maschinellen Ablaufs zugrunde liegt, in den, wie Sie sagen, Brutalität oder sadistisches Tun nicht hineinpasst. Die tatsächlichen Verhältnisse waren anders. Brutalität war ein integraler Bestandteil des Vorgangs. Das heißt, es war völlig klar, dass die Juden in dem Moment, wo sie in Belzec eintrafen, beständig bis zu ihrem gewaltsamen Tod misshandelt, getrieben, angeschrien, zusammengeprügelt und so weiter wurden. Das tat auch dem, sozusagen dem Betrieb in Anführungszeichen überhaupt keinen Abbruch. Das ging, ja? Denn das ist jetzt, wir haben das ja beschrieben, das ist im Grunde eine Strecke, ja, die von dem Bahnsteig des ankommenden Zuges bis zur Gaskammer reicht. Und je mehr sie Terror ausüben auf die Leute, die dort hineingetrieben werden, desto schneller geht das. Ja. Das war einfach eine Form der Effizienzsteigerung, möglichst brutal gegen die Ankömmlinge vorzugehen. Und es kommt noch etwas weiteres hinzu, dass im Frühjahr 1942, als das Vernichtungsprogramm begann, viele der Opfer nicht wussten, was sie erwartete. Im Juli 1942 wussten sie es, weil es sich so stark herumgesprochen hatte in den Ausgangsorten. Und das heißt, die waren natürlich dann auch nicht mehr so wehrlos, wie sie ursprünglich mal gewesen waren möglicherweise, sondern die wurden von den Deutschen auch als ein potenzielles Sicherheitsrisiko betrachtet. Also mehr Brutalität anwenden. Und das war sozusagen durchaus gewollt und durchaus funktional. Und ich bin eigentlich in letzter Zeit sehr häufig gegen diese Formulierung vom Fließband des Todes eingetreten, weil ich das einfach falsch finde. Wir haben da so ein bestimmtes Vorstellungsbild, das meistens sich an Auschwitz als einem bestimmten, fast schon metaphorischen Ort orientiert, aber auch in Auschwitz war das Massenmorden im Wesentlichen Gewalthandeln und nicht reibungsloses Fließband des Todes. Das würde ich gern nochmal sagen und das würde, glaube ich, auch eine Antwort auf Ihre Frage sein. Wir müssen uns das extrem gewalttätig vorstellen und das heißt eben auch mit all dem, was dazugehört, ich will das gar nicht weiter ausmalen, das braucht man auch nicht zu tun, aber man kann sich das ja vorstellen. Und insofern würde ich sagen, dass die Brutalität in dem Moment für die Deutschen zum Problem wurde, wenn die Leute sagen, disziplinlos wurden, das war ein Problem, wenn die Manneszucht litt, wie man damals sagte. Aber solange sie taten, was von ihnen erwartet wurde, solange das Programm lief, war das kein Problem, sondern sogar erwünscht. Also mein Punkt war aber eher, dass ich der Meinung war, dass die industrialisierte Vernichtung, um die es ja immer ging, die auch Himmler da in seiner Posener Rede so hochhält, wo er sagt, wir haben also alle von euch, die hier sitzen, haben tausende Tote gesehen, aber kein einziger hat also irgendwie, sagen wir mal, Recht verletzt oder sowas. Das zielt aber doch eher darauf hin, dass man wirklich auf einen reibungslosen Ablauf der Sache aus war. Man wollte doch sicherlich keine, wie gesagt, keine Schlägertypen, die jetzt von vornherein da eine so brutale
Aktionen an den Tag legen, dass es die Gefahr von Revolten gibt. Nicht? Immerhin waren in den Zügen 1000 Leute. Jetzt sagen Sie, da waren Travniki bis zu 120. Das wäre also, das wäre doch eine gewaltige Übermacht, wenn jetzt tatsächlich so eine Revolte bei so einer Zugbegleitung oder bei so einer Zugbesatzung entstünde, wäre das ja durchaus gefährlich. Und deshalb wollte man das doch sicher nicht provozieren. Ja. Sondern ich hatte immer die Vorstellung, möglicherweise ist das falsch, dass es wirklich darum ging, die möglichst schnell durch diese Himmelfahrtsstraße eben zur Vergasung zu bringen und dabei jede Art von sozusagen Zwischenfall und so weiter zu vermeiden. Nein, das war definitiv nicht der Fall. Und Sie müssen auch bedenken, in welchem Zustand die Opfer ankamen. Die wurden ja in den Ghettos verhaftet, auch dort unter Massenerschießungen, zum Teil auch im Umfeld, Erschießung auf offener Straße, Brutalität während der Verhaftungsaktion, das Zusammentreiben von Menschen, das demoralisiert natürlich. Man braucht sich da, glaube ich, gar nicht viel Fantasie zu haben, um sich das vorzustellen, wenn sie ausgehungert nach zum Teil sehr, sehr langen Fahrt dann dort eintreffen, sind sie nicht mehr in der Lage, Widerstand auszuüben. Die Wahrnehmung war aber, das sind potenzielle sozusagen aufsässige Opfer, die müssen wir unter Kontrolle bringen, also wenden wir Brutalität an. Das, was Himmler von sich gibt 1943, ist ein typisches Selbstbild der SS als saubere Organisation. Das ist für ihn natürlich ganz wichtig, weil er die deutsche Gesellschaft insgesamt in Kollektivhaftung für das Tun der SS nehmen möchte und sagen, wir tun etwas, was in eurem Auftrag liegt und wir tun das sauber, wir tun das ordentlich, wir machen das, wie deutsche Behörden so etwas tun. Das gehört sozusagen zur Ideologie der SS, hat aber nichts zu tun mit den wirklichen Abläufen in den Tötungszentren, die ganz bestimmt ganz anders waren. Und das wird in dem Buch auch ziemlich ausführlich beschrieben, wie man sich das konkret vorzustellen hatte, weil es darüber tatsächlich eine Reihe von sehr interessanten und belastbaren Zeugnissen gibt. Einen kurzen Aspekt nochmal anfügen, das ist die Frage der Bereicherung, ja. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man da den Travniki ziemlich freie Hand ließ. Denn es war ja klar, dass manche von den Opfern eben doch durchaus Werte bei sich hatten, irgendwie in Mäntel eingenäht oder wie auch immer. Jetzt sagten, das klang eben so bei Ihnen durch, als hätten die so unbegrenztes Zugriffsrecht gehabt. Nein, unbegrenzt nicht. Die höheren Dienstgrade mehr als die niedrigeren Dienstgrade. Auch diejenigen, die bei der Auskleidung der Opfer zugegen waren, hatten bessere Möglichkeiten, das auf an Geld zu kommen als die anderen. Natürlich war das ganze Programm auf maximale Ausbeutung angelegt. Das war ein Raubmord großen Stils. Und natürlich wollten die Deutschen ihre Beute nicht mit den Travnikis teilen. Aber es wurde in gewissen Grenzen akzeptiert, weil man davon ausging, das ist sozusagen im Rahmen einer solchen Organisation funktional und richtig, dass wir das tun. Das wurde sozusagen im Halbdunkel des Halblegalen, Halbverbotenen belassen und man konnte sozusagen immer wieder werden Exempel statuiert an besonders dreisten Räubereien, dann werden die Leute sozusagen verhaftet, eingesperrt, erschossen zur Abschreckung vor der gesamten Mannschaft und dann geht es weiter. Im Grundsatz ist aber klar, dass das Rauben zum Programm gehört, weil man es ja selbst auch betreibt. Ja, und die Travnikis sind ja nicht dumm, die sehen ja, dass die Deutschen im großen Stil rauben. Warum sollen sie also nicht selbst das auch tun? Und sie betrachten das zunehmend als eine Art von persönlichem Anreizsystem dafür, dass sie so eifrig mitmachen. Das ist durchaus kompatibel. Ich würde die Deutschen ohne weiteres bereichern können. Ich glaube, die kurze Frage war jetzt vorbei. Ja, genau, ich würde ganz kurz noch einmal auf diesen Begriff des industriellen Massenmords zurückkommen und das eigentlich auch nochmal bestärken und bestätigen. Also Christian Gerlach weist auch darauf hin, dass das bei den Massenerschießungen ähnliche Phänomene gibt, dass es eben nicht ein ruhiges Hingehen zu dem Grab gibt und dann werden immer kleine Grüppchen erschossen, sondern dass das wahnsinnig brutale Metzeleien sind. Und er hat auf Studien verwiesen, psychologische Studien, die das auch dadurch zu erklären versuchen, dass die Menschen eben von Anfang an so brutal und so exzessiver Gewalt ausgesetzt sind, dass sie eben keinen Widerstand leisten. Also dass sie im Grunde schon auf dem Weg zu den Hinrichtungsstätten so stark gefoltert, geschlagen und misshandelt werden, dass es eben keinen Widerstand mehr gibt. Also das ist sozusagen, bezieht sich auch auf die Massenerschießung und auch auf die Vernichtungslager. Angesichts der Zeit würde ich jetzt eigentlich die Runde schließen und mich bei Ihnen allen ganz herzlich für die Fragen und die Beiträge bedanken.
zum Schluss, ich möchte noch darauf hinweisen auf unsere letzte Veranstaltung im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe zur Ausstellung Dimensionen eines Verbrechens. Und zwar wird Esther Meyer vom Deutschen Historischen Institut Moskau am 2.6. hier einen Vortrag halten zum Thema sowjetische Kriegsgefangene, Rückkehr und Erinnerung. Und ich lade Sie herzlich ein, dann wieder zu uns zu kommen. Vielen Dank.